Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei LS19 auf dem russischen Marsch, Mission 5. Ja, der de facto soll jetzt weiterfahren mit Cosplay. Ich habe die neue Version drauf, 018. Nun ist hier ein bisschen was anders geworden, ne? Outreif ist jetzt hier vorne mit Aufladen und Entladen. Das können wir auch mal aktivieren. Hier ist natürlich verkehrt. Das muss dieser Modus sein. Und zwar hier kommt das Feld rein, oben Feld 2, und hier kommt die BGH. Ja, geladen Gärreste, müsste richtig sein. Die BGH, die nördlich ist, also ja. Und hier werden wir mal entsprechend einstellen, nächst passenden Punkt, und dann müsste er sich alleine holen. Abfahrer einstellen. Denn ich will dann die Felder vorbereiten, damit ich später hier die, ja, die Raps rein kann. So, dann haben wir noch einen Traktor gegenüber auf Feld Nummer 3. Gut, muss ich anfangen. Ist aber kalt. Den starten wir auch mal gleich. Da ist er. Das könnte ein Helfer machen. Sag mal so ganz vorsichtig. Oder ist fertig. Ist fertig? Nö. Nicht fertig. Wenn hier ein Kurs gespeichert ist, ist gut. Glaube ich eher nicht. Dann nehmen wir einen Helfer. Denn hier ist auch entsprechend das kann ich mir irgendwann mal nachdenken. Jedenfalls die Aussage etwas weiter. Ich habe jetzt hier einen neuen Mod drauf, und zwar Realistics Fahreigenschaften. Das heißt, Traktoren, die jetzt ganz die Räder sich durchdrehen, die wühlen sich jetzt in der Erde ein. Also kann man hier erkennen, die Werte unten links, ne, die fürs Einsacken des Reifen und des Durchdrehens. Jetzt werde ich auch mehr verstärkt darauf achten müssen, dass ich mit eher Zwillingsreifen fahren muss, beziehungsweise breiter Reifen. Ist aber Absicht so. So, den Mod für Objekte verschwinden habe ich auch drauf. Den würde ich dann mal heute mal nutzen vielleicht. Aktuell wüsste ich nicht, dann habe ich noch neu drauf. Zwar bei, müsste jetzt hier mit drin sein. Die aufbaubare BGH. Klar, hier Tiefverluftanlage hier. Das hatte ich eh, das ist eine Stelle vom Ränder, das ist eine Fütterungsanlage, die automatische. Ne, dieser neue Stahl, den will ich mal irgendwann bauen. Da passen 2000 hier rein und diese Fütterungsanlage. Das brauche ich jetzt zwar nicht, aber das hier auf jeden Fall. So, und muss ich mal gucken, wo das gespeichert ist, wo es untergebracht ist. Welchen System? Hier ist das von hier kann man die BGH nach seinem Geschmack zusammenstellen. Ja. Noch mehr vorne. Ne, hier das einzelnen Teile müsste einmal noch mehr sein. Ah, sind ja auch mehr. Ne, also hier diese Nachfülldinger, die 300 kW, ne? Also sowas hier. Aber irgendwann, wenn ich Zeit habe. Dann habe ich noch einen Traktor drauf. 9. Und zwar, das müsste ein Großtraktor sein. Und zwar den T8. T7. T8, das ist kein Mod. T9, das müsste hier unter Mods erscheinen. Ob ich den nutzen werde, weiß ich noch nicht, aber jedenfalls sage ich hier das 70er T8. Ja, also ich brauche ja für meine großen Strecken starke Traktoren, und da sind hohe Leistungen wichtig. Sag mal hier mit 460 PS, da bist du gut dabei. Und so
Zum Beispiel sowas hier, ne? Ist ja mit den neuen Mod ganz wichtig, dass man da entsprechend andere Reifen hat. Breitreifen zum Beispiel sind immer sehr wichtig, die sind immer schon mal ganz gut. Man kann auch Michelin nehmen, ne? Wandlaufwerk zum Beispiel ist für da sacken die Traktoren halt nicht so ein, ne? Bei Zwillingsbereifung natürlich auch nicht. Ja, das aber wie gesagt, hier kann man mehrere Sachen aussuchen, was ich persönlich gut finde. Nach jedem Geschmack was dabei. Ja, Design hier, Warnschilder kann man auch nutzen. Da, ne? Oder hier Chromrohr. Da. Ist mal was Neues, ne? Aber den kaufen wir nicht. Fast pleite. Ja, und das ist hier die T8-Serie. Da habe ich den noch drin. Ja, das ist schon länger dabei. Das ist mal kurz vorgestellt, die neuen Systeme, die ich habe. Und wir müssen mal sehen. Schweine müssen heute. Der Missfahrer kann wieder fahren. Beziehungsweise. Wir werden mal gleich mal wieder anschalten. Dann haben wir die erste. Ja, halt, hier haben wir hier ein. Dann haben wir das. Und den ersten Stall bald. So, mal das mal hier kurz wegnehmen hier. Ups. Ja, so klingt gut. Ja. Das müssen wir ein bisschen nach vorne schieben. Ja. Ah, so. Da musste nur ein bisschen abfallen, also nach unten gehen. Jetzt kann er hier noch den Rest leer machen und wenn hier leer ist, geht es Richtung Stall Nummer 2. Und da, mal den neuen Stall, da muss ich mir einen neuen Platz aussuchen. Da haben wir jetzt hier keinen Platz für. Und dann bleibt hier ein Stall übrig für Mastrin. Dann hier ist dann der nächste Bereich, der hier Mist weggefahren werden muss. Ich gebe den Kühen mal gleich Wasser. Ja, sicher, sicher. Und dann werden wir gleich mal Rinder, die Schweine zum Schlachter bringen. Hoffe, dass das andere klappt mit dem Transport, mit der Gärreste. Ja, offenbar nicht. Ist ja nicht ganz so dramatisch und nicht ganz so wichtig, wenn nicht klappt. Bitte, dass wir die Raps jetzt in Erde kriegen, ne? So. Jetzt schauen wir mal, dass wir den LKW finden und den Viehtransporter transportiert bekommen. Ein Eigengebäude hat gereicht davon. Aber wie gesagt, okay. Die Halle ist auch interessant. Kann man nutzen. LKW, da haben wir hier mehrere. Wollen wir gleich den nächstbesten nehmen. Anführungszeichen. Wo der instabil ist. Gut, aber anders. Sind wir alle unterwegs. Irgendwo. So, das steht irgendwo rum. Ja, lange nicht gehabt. Reparatur wird sowieso nicht, das geht. Lenkung funktioniert auch. Mal ganz kurz mal die Kurs ausmachen hier. Auch die aktivieren. Ja, dann müssen die Schweine Futter haben, deswegen muss ich immer die Schweine mal wegkriegen. Damit ich sehen kann, was überhaupt an Futter haben will. Ne? Ja, da habe ich ja noch die ganze Automatik reingekommen. Was Schweine füttern, glaube ich noch nicht. Aber Schweine sind nicht ganz so dramatisch, das ist nur ein Futter. Der Kühl ist auch nicht dramatisch aktuell. Aber so ein großer Stall kann man ja automatisch füttern lassen. Ne? Also automatisch anmischen, automatisch verteilen. Wir haben wir mehrere Tage entsprechend versorgt. Vollautomatisch. Klappt ganz gut. Mit so einem Thüringen erlebt, Erfahrung gemacht. Es klappt. Muss ich mal sehen, wo ich den Fall aufstellen werde. Es gibt ja hier eine Karte, mehrere Stellen. So wie hier zum Beispiel oder oben. Da kann man ja die freien Flächen nutzen. Ne? Wäre ja blöd, wenn man jetzt alles extra Land kaufen würde. Oder hier zum Beispiel kann man auch was nutzen.
Wenn wir hier mehr und mehr für die Rinder was anbauen und hier für die Bullen halt, ne? Das sind zu vieles, ne? Könnten wir hier theoretisch ein bisschen entflechten, die ganze Sache, ne? Könnt ihr auch Schafe am Hof vorstellen, also mit der Zeit. Aber wann genau, das weiß ich nicht. Das können wir mal nach und nach machen halt, ne? Ja, ein paar Felder sollen der Raps rauf. Feld 2, 3, 15 haben auf jeden Fall. Machen wir weiter. So, hier müssen die dicken Poppys raus. Ja, die 40 Kilo nicht. Das sind, sagen wir so, Jungschweine, Läufe nennt man sie, glaube ich. Schon lange her, wo ich das mal gehört habe. Also die haben ihre Bezeichnung dafür, das ist 103. Ich nehme mal zuerst die schweren, ne? Das ist ja klar. Ab 100 Kilo ist gut, leicht runter. Wäre auch okay, wenn zum Beispiel noch ein bisschen Platz wäre. Aber hier so, so 80 Kilo, das wäre Quatsch, also das ist ein Blödsinn. Oh hier, ja, hier ist bei 0,5 ist höchste Eisenbahn. Dann kriegen die bald selber Ferkel. Ja, oh, Männchen ist gut. Weg damit. Na. Dann kann man die Grillparty losgehen. So, 107 Kilo, das ist gut. Die verkaufe ich ja nicht. Die werden beim Schlachter entsprechend zur Wurst und Fleisch verarbeitet. Und das wird verkauft. Das lohnt sich richtig. Das ist richtig. Oh, voll. So, haben wir noch mehr. 110 und so. Na, das hält sich jetzt in Grenzen. Das meiste haben wir weg. Das anderthalb beim nächsten Mal, ne? In ein oder zwei Tagen. Je nachdem. Jetzt fahren wir mal zum Schlachthof. Die Leitplanke, das wäre jetzt eine gute Möglichkeit zu entfernen. Das ist, würde mir in Kram passen. Das wäre auch nicht weiter tragisch. Zum Beispiel, wenn jetzt eine neue Kartenversion kommen würde und das würde wieder erscheinen, wäre das kein Problem, weil es ja nicht groß stören würde. Würde man halt wieder entfernen lassen. Ne? Also, das ist dann theoretisch, kann man dann machen. Ne? Aber wie gesagt, bevor ich was mache, muss ich mir eine Weile überlegen, damit das auch funktioniert. Geras hat aber nachgeholt, ne? Das ist, muss man aufpassen, dass man nicht entgegenkommt, ne? Hier, frohes neues Jahr, ne? Falls ich, die Folge ist schon im neuen Jahr, also am Samstag. Das ist schön Tag, am schönen Samstag. Ja, das ist die erste Folge. Nee, Montag. Ich komme durcheinander, das gibt's gar nicht. Ich wünsche euch einen schönen Montag, für einen schönen Wochenstart, ne? Wenn die, ja, jetzt muss wieder losgehen, ne? Ist ja so, ne? Ja, Montag, Samstag, ich komme mit Kettle und Kopf durcheinander. Irgendwann muss ich das beides in kleinen Rhythmus machen, aber das ist, glaube ich, eher ungünstig, weil dann ich dann ein bisschen. Ja, das geht auch, also das ist ja im Grunde egal, ob man das macht, ne? Aber wie gesagt, dann ist es. Von der Zeit immer gleich. Ne? Eins ist dann immer Montag und sieben ist Sonntag. Ne? So, Aufnahme läuft. Rechner hat keine Fehlermeldung. Ne, gut. Das ist immer wichtig. Es könnte nämlich sein, dass du dadurch, was hier, unterbrochene Frames, die Aufnahme bescheiden wird. Ne? Das ist dann ungünstig. Besser, man merkt es gleich, ne? Bevor man hinterher noch gleich Aufnahmen macht. Ne? Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Kein Ton zum Beispiel. Das ist mir ganz wichtig, dass ich der Anzeige entsprechend ausschlägt. Bis zum gelben Bereich. Dann ist es okay. Mikrofon oft vergessen. Irgendwo hinzustellen. Verpackung. Aber das reicht noch. Ja,
Wie gesagt, großen Verkauf, das machen wir nachher im Winter und im späten Herbst. Das werden wir uns jetzt nicht antun. Nur halt das Notwendige, Schweine zum Beispiel, das ist für notwendig. Dann können die hier arbeiten in aller Ruhe und dann können wir halt die nächsten Tiere halt versorgen. Ne? Oh, die Dachrinne ist da, die Kuttiger. Stimmt. Ja, wieder arbeiten Montag, ne? Ja, ich muss auch wieder los. Oder bin ich überhaupt froh? So, 64. Da gibt es ja kein Geld. Das ist ja nur, ja, das können die verarbeiten. Das sind diese rund 100 Kilo pro Schwein. Also 64.000 Kilo. Noch 13. Rinder habe ich noch keine. Also da muss ich gucken, ob ich einen Rinder habe, die ich kann. Ansonsten ist halt ein Lungsrohr. Leder haben ist ganz gut, also Nebenprodukt. Nebenprodukt nicht Leder, Wurst und Fleisch. Aber das kommt beim nächsten Mal mehr. Ist hier auch so eine Schichtbetrieb? Nö. Ist auch egal, das lohnt sich sowieso nicht, weil so viel Waren haben wir ja gar nicht. Oh, ich fliege. So, dann fahren wir nicht mehr zurück zum Rinderstall. Und dann haben wir eine Folge schon wieder durch. Wunderschön. Das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Und schon danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss und ciao. Und einen schönen Rest Montag. Hoffe, ihr habt den ersten Arbeitstag gut überstanden. Aber darf und wer nicht. Wer noch zu Hause ist im Urlaub oder anderseitig halt, macht das Beste draus. Ja, das ist ja halt so, ne? Und nochmal ein dickes Dankeschön, dass ihr mal reingeschaut habt. Tschüss.